Grüß Gott und hallo, mein Name ist Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie. Ich möchte heute sprechen über das, was Sie wissen sollten über Fieber und Schmerzmittel. Fieber und Schmerzmittel gehören zu den Medikamenten, die am häufigsten verschrieben und am häufigsten gegeben werden, sowohl im Kindesalter, Jugendalter als auch im Erwachsenenalter. Ich werde manchmal gefragt, kann ich denn Schmerzen behandeln, ohne das Fieber zu senken? Manchmal möchte man ja das Fieber stehen lassen, aber die eventuellen Kopfschmerzen oder Gliederschmerzen weghaben. Dann gibt es eine klare Antwort: Nein, das geht nicht. Wenn Sie das Fieber senken mit einem Fiebermittel, und davon gibt es im Wesentlichen zwei Wirkstoffe im Kindesalter, die möglich sind, das ist das Paracetamol und das ist das Ibuprofen. Wenn Sie also ein solches Mittel einsetzen, um Schmerzen zu nehmen, dann senken Sie damit automatisch auch das Fieber. Der Grund liegt darin, dass die Rezeptoren für das Fieber und für die Schmerzen die gleichen sind. Das heißt, ein Mittel, was auf Schmerz wirkt, wirkt eben auch auf Fieber und umgekehrt auch. Wenn man also Schmerzen behandeln möchte, ohne dass man damit auch das Fieber senkt, dann bleibt eigentlich nur noch übrig, dass man lokale Maßnahmen anwendet. Zum Beispiel, wenn Kopfschmerzen im Vordergrund stehen, dass man einen Waschlappen mit kaltem Wasser auf die Stirn legt, das Licht reduziert und mit einer Beruhigungsmusik versucht, den schmerzhaften Prozess positiv zu beeinflussen. Grüß Gott und hallo, mein Name ist Dr. Christoph Metzler. Ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier in meinen Räumen. Begrüße ich Sie. Jetzt geht es um die Möglichkeiten der Warzentherapie. Ich habe in meinem Warzenaufklärungsvideo davon gesprochen, dass es bei Kindern hauptsächlich zwei Warzenarten gibt, nämlich die Hand- und die Fußwarzen sowie die Dell-Warzen. Beide Warzenarten werden durch Viren verursacht und damit handelt es sich um eine Infektionskrankheit.